Vor Live war mit dabei, als drei Mitarbeiter des Lawinenwarndienstes Vorarlberg in Faschina ein Schneeprofil erstellten und zu folgendem Ergebnis kamen. Wir haben eine Schneehöhe von 2,60 Meter festgestellt und wir haben also im Zuge des Schneeprofils festgestellt, dass die oberste Schicht zum Teil noch leicht abgeht, aber darunter der Schnee schon recht gut befestigt ist. Es sind verschiedene Parameter, die untersucht werden. Es ist zum einen interessant, die Höhe der Schneedecke zu erfahren. Es fängt dann an, dass man die Einsinktiefe der Rammsonde sieht. Also man kann damit die Festigkeit des Schnees messen. Und dann werden auch die Schichten, die Zwischenschichten, die eingelagert sind, einmal spürbar, ohne dass man in die Decke hineinschaut. Nachdem die Schneedecke dann durchgegraben ist, sieht man die einzelnen Schichten, die drinnen sind, kann die Schneekristalle auf diesen Schichten begutachten, also ob hier eventuell Gleitflächen entstanden sind, wie sich diese Schneeschichten verhalten, wie mächtig das sie sind. In weiter Folge werden natürlich auch die Temperaturen, die Lufttemperaturen und die Schneetemperaturen in den verschiedenen Schichten gemessen. Es wird auch die Festigkeit, also die Härte der Schneedecke gemessen. Und letztendlich versucht man mit einem Rutschblock eben diese sensiblen Zonen herauszufinden, wo eben solche Gleitflächen sein könnten. Wie würden Sie die Situation dann hier einschätzen? Ist das kritisch oder kann man unbesorgt Skitouren gehen? Die Probe hier, das war ja nur ein Teil der Erkenntnisse, die wir heute gewonnen haben. Wir haben ja auch einen Erkundigungsflug gemacht und haben gesehen, dass speziell südseitig, also in Sonnenschienenbehängen, sehr viele Lawinen schon abgegangen sind. Also die Sache ist sicher noch kritisch. An welchen Hängen werden Schneeproben entnommen? Das ist unterschiedlich, also generell versucht man das natürlich auf allen Hängen zu machen. Und normalerweise ist es so, dass eher die nordseitigen Sachen eher gefährdet sind, also dass die Auslösung auf den Schattenseiten eher anders ist und auf den Sonnenseiten sich eben die Situation anders verhält. Bei welcher Wetterwitterung, bei welchen Temperaturen ist die Gefahr am höchsten, dass Lawinen abgehen? Vielfach ist es einfach die Neuschneemengen und der Wind, der dazu führt, dass die Neuschneemengen verblasen werden, also in sogenannte Mulden. Triebschneeansammlungen sind, die sehr kritisch sind. Deshalb kommt auch immer auf die Oberfläche drauf an, wie die Oberfläche beschaffen ist, also ob hier eine Gleitschicht entsteht oder ob eine recht gute Festigung zwischen den neuen und den alten Schneeschichten stattfindet. Natürlich, wenn die Temperaturen hoch werden, führt das natürlich auch zu einem zusätzlichen Gewicht auf der Schneedecke, was wiederum zu Abgängen von Lawinen führen kann. Was denken Sie, was sind die häufigsten Ursachen, wodurch jetzt zum Beispiel Skitourengeher Lawinenabgänge verursachen? Das ist für mich eigentlich ganz klar, das war auch heute beim Erkundungsflug oder so, dass die Leute einfach entweder aus Unwissenheit oder aus Nichtbeachten der einfachsten Sicherheitssymptome in Gebiete gehen, in Grenzen gehen, wo sie einfach bei diesen Lawinenstufen nichts verloren hätten. Ist es Ihnen persönlich auch schon mal passiert, dass Sie eine Lawine verursacht haben? Bei kleineren Rutschen und so, die sind mir sicher auch schon untergekommen. Man ist sicher nicht gefeit und auch wenn man beim Lawinenwand ist, mit allen Parametern versucht, die Lawinensituation einzuschätzen, so möchte ich nie ausschließen, dass mir das nicht auch einmal passieren könnte.